hat in jungen Jahren als Galan, kann man sagen, jungen Damen gerne mal ein Getränk oder ein Eis spendiert. Und er hat das mit diesem scherzhaften Satz kommentiert. Die hatten ja so kleine Handtaschen, da passt ja gar kein Geld rein. So wurde man zum Kavalier erzogen. Den Satz haben Sie gesagt. Tatsächlich? Habe ich in unserem Dossier nachgelesen. Im Ernst? Wahnsinn, oder? Ja, weiß ich. Was man so redet im Laufe eines langen Lebens. Aber, meine Damen und Herren, wir möchten daraus jetzt ein kleines Spiel machen. Denn wir werden jetzt den Inhalt von Handtaschen gezeigt bekommen. Charakteristische Inhalte in nicht ganz so charakteristischen Handtaschen. Und wir werden versuchen zu raten, wessen Handtasche das sein könnte. Und wer meint, die berühmte Person ausfindig gemacht zu haben, um deren Handtasche sich handeln könnte, bimmelt, auf dieser Bimmel, schreit den Namen raus und schon ist die nächste Handtasche dran, wenn richtig geraten wurde. Und meine Damen und Herren, wer würde sich besser eignen als Handtaschenauspacker und Schiedsrichter dieser Show als unsere reizende, charmante, entzückende, süße, wundervolle, also ich bin ein Fan, meine Damen und Herren. Sie auch, Millionen Briefe können nicht lügen. Assistentin Nina! Danke. Wir werden das gleich mit. Okay. Und so, hier kommt eure erste Tasche. Da ist ein Buch von Arthur Miller. Marilyn Monroe. Langweilig. Aber es stimmt. Oh, ist ja klar. Wir haben hier noch die Überdosis. Klar. Und den Lippenstift, natürlich. Ja. Und das Originalkleid, aber das packt aber ich jetzt nicht. Aber keine Unterwäsche, aus. Weil sie ja bekanntlich nie welche getragen hat. So, nächste Handtasche. Ja, nur Chanel Nummer 5. Genau, aber das würde ich nicht unter Unterwäsche verbuchen. So. Chanel Nummer 5 mit Eingriff. So. Doppelripp. Okay. Eine Ray Charles. Schwarze Sonnenbrille. Ray Charles hat keine Handtasche. Weiß man nicht. Der wusste ja nicht, wie es aussieht. Eine Schleife fürs Haar. Was? Hildegard Knef? Nein. Ah, die Braut trug schwarz. Ein Fotoapparat? Was? Sonnenbrille, Schleife, Fotoapparat. Na Mensch, da rappelt's doch. War die blond, die Frau? Es ist ein Mann. Aha. Die Frau war ein Mann. Lagerfeld? Ja, ganz genau. Lagerfeld! 2 Punkte für mich. Lagerfeld. Schön, dass du mir vorgesagt hast. Natürlich habe ich nicht geschenkt. Müsst ihr untereinander ein bisschen drauf achten, glaube ich. Ja. Okay. Ja, sag das mal meinem Partner. So, okay, wow. Es gibt Menschen, die essen Tiere und manche essen auch ganze Tiere. Also ein Huhn. Ja. Ein Hähnchen. Ein Brathähnchen. Dann eine wunderschöne Krawatte. Hähnchenkrawatte. Aha. Ein klein Liebestöter. Oh, schön. Kalmund. Kalmund. Ja. Genau. Ja. Christine. So, dann haben wir hier einmal Bananen. Ah, Tarzan. Tarzan. Nee. Michael Jackson. Auch nicht. Das mir war nur das so. Das ist ein leicht rassistischen Dreh hier, finde ich. Der dazugehört. Der war doch gar nicht schwarz. So. Gorilla. King Louis. Nein. Denn als er seinen Beruf ausgeübt hatte, haben manche ihn mit einem Gorilla verglichen. Nino Ventura. Er war so eifrig in seinem Beruf, dass er auch schon mal jemand anderen Mike Tyson ans Ohr gebissen hat. Nee, der hat dem das Ohr abgebissen, Das war Mike Tyson. Das war Mike Tyson. Ja, Vincent van Gogh. Also Sport ist schon nicht schlecht. Da war was mit Ohren. Aber wer ist affig? Nein, wer steht da? Oliver Kahn. Wer hat gesagt? Ja. Ich finde,
Leute! Ich meine, klar, wenn man in Köln lebt, dann weiß man natürlich, was richtig guter Fußball ist. Aber ich finde, wir tun Oliver Kahn da Unrecht, einer der größten Sportsmänner der deutschen Fußballgeschichte. Das ist überhaupt kein Zweifel. Ja, ja, definitiv. Aber, ja, und das mit den Affen und so, das haben sich ja die Fans ausgedacht. Ja. Und nicht wir, das müssen wir ganz klar sagen. Oh. Jetzt ist leider nicht mehr die Zeit. Ich arbeite daran, dass er mal in unsere Sendung kommt. Ja, ja. Das ist das Problem. Die Auswertung, ich würde sagen, Christine? Danke. Oder? Ja, Christine Wessel.